Herzlich willkommen zum neuen Film aus Benixdrexel Studio. Und heute geht es mal darum, dass ich hier mit meinem Holder und dieser Fräse hier mal mein Gemüsebeet winterfertig mache. Und das werde ich dann einmal durchfräsen. Und die Fräse, da habe ich hier den Schutz komplett neu gebaut und die Aufnahme hier komplett neu gemacht. Denn das eigentliche Teil, also das Fräsgetriebe mit den beiden Ausgangswellen an den Seiten, das habe ich so alleine gekauft, das war so ein Teil und dann habe ich eben den Rest drumherum gebaut. So, das ist hier einmal das Beet und bevor ich das eben durchfräsen kann, muss ich hier noch einmal die Holzgestänge abbauen und hier ein bisschen das Laub zusammenhaken, denn das ist sonst schwierig, sowas unterzufräsen. Also stelle ich das lieber zur Seite. Jetzt geht's dann auch los mit dem Fräsen. Ich finde, das Ergebnis sieht schon eigentlich ziemlich gut aus. Nur man merkt eben auch, dass 12 PS für so eine Fräse ganz schön dann an der Grenze sind. Zumindest weil die Fräse ziemlich groß ist und weil die Fräse eben auch eine ganz gute Frästiefe hat. Aber sonst sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Und das heißt, das werde ich dann jetzt noch einmal daneben auch nochmal machen. Das ganze Ergebnis hier einmal aus. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also wenn man das jetzt mit der Hake noch einmal glatt zieht, denn so ein bisschen wellig ist das hier Ganze noch.
Aber dann sieht das ziemlich gut aus. Wo jetzt das Beet fertig ist, kann nämlich jetzt auch der Winter kommen. Und das war's dann einmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!